Machen wir mal kurz ein Set hin. Aua. Kennt jemand Six aus League of Legends? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als ob mich die Bomben wegschleudern würden, aber das tun sie natürlich nicht. Bam. Nice. Wenn ich, glaube ich, aus dem Versteck heraus angreife, stunne ich den denn noch? 40% Chance auf irgendwas wohl. Vielleicht auf Stun. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es ja nicht. Hopp. Ah, damit. Bam. Bam. Und dann soll jetzt gleich der stärkere Gegner kommen, der uns vernichten wird in einem Aua. Ja. Der uns zeigt, wie man stirbt. Na gut. Beleben wir uns erstmal wieder. Tun schön hier meditieren. Unser Ki wieder auffüllen für 20 Sekunden. War keine Sorge, das gehört alles zum Tutorial. Ich bin gerade nicht gestorben. Also, ich bin gestorben, aber das zählt nicht. Das zählt nicht. Nein. Juhu. Nice. Sehr schön. Oh Mann, ihr müsst euch nachher mal die Teleport-Animation anschauen, aber die kommt, glaube ich, erst sehr viel später, leider. Aber. Okay, ich brauche I. Ja, genau, ich muss das hier essen. Hopp, und dann können wir mit ihm reden nochmal. Bla bla bla. Super. Na, halt. Ich muss das Ding hier aufheben. Das hier irgendwo rumliegt. Da. Nee. Ach, das war das Reparieren. Okay. Wo auch immer hier der Amboss stand oder so. Ich habe nichts gesehen vorher, aber. Okidoki. Bam. Super. Ist auch erledigt. Weil ich danach eigentlich nie wieder reparieren musste. Ich weiß gar nicht, wie oft man das hier tun muss in dem Spiel. Aber gut. Level up. Und wieder mit Full Speed raus. Und ja, jetzt beginnt eine schöne Story-Sequenz, die ein bisschen länger ist, aber die ich auf jeden Fall noch im Video reinmachen wollte. Und das offensichtlich auch geklappt hat. Denn hier ist nichts in Ordnung. Wir wurden von irgendwas angegriffen und uns geht's ganz und gar nicht gut. Es wäre super für sowas Naruto-mäßiges, von Baum zu Baum springen. Aber egal. Was ist hier passiert? Hilft mir! Oh nein! Oh, ein paar Badass-Charaktere. Und schaut euch die Animationsqualität an. Das findet man nicht oft in Ingame-Zwischensequenzen bei MMOs. Man könnte fast schon sagen, die Kämpfe sind choreografiert. Wende niemals deine Aufmerksamkeit während des Kampfes von mir ab. Oh, nein! Junjong, oder wie du hieß. Hieß es. Egal. Lach nicht so dreckig. Deinen Namen habe ich vergessen, tut mir leid. Und du bist ein Fettklops. An wen erinnerst du mich denn? An Obelix? Ein bisschen. Ja, oh, doch. Bam! Was tut er hier unseren Freunden an? Meister, bei dir alles gut? Nein. Alle tot. Oh oh, da stellt sich uns wohl etwas in den Weg. Damit. Dann lasst uns mal diese komischen Schattenwesen besiegen.
Ah, wir haben ja ein bisschen der Area of Effect. Bam. Das wisst ihr vielleicht auch, wieso ich gesagt habe, dass sich das Kampfsystem so gut anfühlt. Und dabei spiele ich hier gerade mit, glaube ich, 250 Ping und das funktioniert wunderbar. Also man würde da definitiv mehr... Bam, bam, bam. Mehr Verzögerung. Ich habe keine Ahnung. Dass die Verzögerung mehr ausmacht, würde ich mal sagen. Aber das geht. Mit 250 Ping lässt sich spielen. Vielleicht waren das sogar ein bisschen mehr. Nein, mein Meister. Ah, der Meister erinnert mich übrigens an den Chef von Fairy Tail. Ich werde gleich sehen, wieso. Makarov. Chef, 传说中的鸿门神功就这么点能耐，为了这本秘籍，我费了多大心思，看来真是白费周章啊！鸿门竟有你这种孽畜！哦，对，我还在师傅的药里放了点小小的惊喜，不过也不至于两下就。啊！ Lach nicht so dreckig. Du wirst es gleich bereuen. Gigantomano. Unseres Meisters Megaform. So. Kamehameha oder sowas. Naja, nicht ganz. Wir sind da irgendwie nur ein bisschen Beiwerk. Wir können da nicht arg viel ausrichten. Ich denke mal, er hat sowas gesagt wie, wir werden sie, gib uns das Schwert oder wir werden sie töten. Das wäre jetzt irgendwie so logisch. Nein, nicht unser Meister. Oh nein, er wurde vollständig verbrannt. Das ist heftig. Hongxuan Gong, ich
Lach nicht so dreckig. Bam. Und uns haut's leider von der fliegenden Insel oder von der Insel auf dem Baum runter. Während wir fallen, erinnern wir uns an die schönen Momente mit unseren Meistern. Oh nein. Und so sind wir im Meer gelandet. So schließt sich der Kreis. Ich finde das ein super Intro für ein MMO. Also eins der besten. Eins der besten Intros. Ob es jetzt eins der besten MMOs ist, lässt sich natürlich noch nicht sagen. Was fängt verdammt gut an? Wir sehen ein Licht. Ah, das war die, die wir vorhin schon mal gesehen haben bei unserem Meister. Bei dem anderen Meister. Erinnert mich irgendwie an Ilya aus Zelda, Twilight Princess. So leicht. Und das ist das Ende des epilogisch am Ende des ist des Anfangs halt. Mir fällt gerade das Wort nicht mehr ein dafür. Shit. Und ich würde sagen, kommt jetzt nochmal eine Sequenz? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schauen wir mal dem Fuchs zu. Ah ja, Tatsache. Natürlich starten wir wie immer in einem Kriegsgebiet und mit der gibt's nachher so eine coole Zwischensequenz. Sagen wir's mal so, die hat etwas von Boa Hancock. Ja, das werdet ihr sehen, wenn ihr das Spiel selber spielt. Bam. Und ich würde sagen, das war's dann auch soweit. Wie gesagt, das Wichtigste in Kurzform, es ist free to play, also was steht hier noch rum? Holt's euch. Es gibt ein Tutorial, damit sollte es jeder eigentlich recht gut hinkriegen. Also der Englisch kann natürlich. Mit WT-Fast kriegt man 250er Ping, mit dem das Spiel absolut spielbar ist. WT-Fast hat 30 Tage Probiermodus. Das heißt, ihr könnt das Spiel 30 Tage lang sehr gut zocken. Danach müsst ihr euch halt überlegen, ob ihr WT-Fast bezahlen wollt oder nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel es kostet, habe ich noch nicht nachgeschaut. Werde ich vielleicht noch in die Beschreibung reinpacken. Sollte aber okay sein, da es ein relativ... Sollte normalerweise ein relativ billiger Service sein. WT-Fast ist auf Englisch, also keine Sorge, mit dem Programm kann man sich gut auseinandersetzen. Und es ist nicht nur für Blade & Soul. Also habt ihr da was auch für andere Games, die ihr vielleicht eventuell mal in Übersee zocken wollt. Könnte sogar gut... Na, ich weiß nicht, welche Games es jetzt gerade unterstützt, aber es sind ein paar dabei. Age of Wushu. Mehr kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Okay. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr sehen wollt, ich werde den Charakter jetzt erstmal nicht weiterspielen. Also, falls ihr mehr sehen wollt, ein Like da lassen. Ich werde, denke ich mal, noch einen mittelleveligen Charakter. Ich weiß auch noch nicht, welches Level-Dings es hier in diesem Spiel gibt. Level Cap oder so.
Aber ich werde wahrscheinlich noch einen Level 20er zeigen und einen Level weiß was ich wie viel, je nachdem wie weit ich spiele. Und ja, wenn ihr dann immer noch mehr sehen wollt, dann kann ich mir überlegen, ein paar Videos zu dieser Assassine hier, zu dieser Tatsumaki hier zu machen. Weil das Spiel gefällt mir richtig gut, wie ihr vielleicht gehört habt. Joa, was wär's denn soweit von mir, falls euch gefallen hat, wie immer, liken. Und hier ganz besonders, falls ihr mehr sehen wollt. Ansonsten abonnieren, wäre auch ganz gut, damit ihr nichts mehr verpasst. Und so, ihr wisst schon. Und sonst, ciao, Leute.